bist so hübsch. Oh, mein kleiner Liebling. Bekomme ich ihn mal wieder? Ja, natürlich. Sie wissen doch, bei der Anfälligkeit Ihrer Herzklappen ist Alkohol ein Risikofaktor. Herr Dr. Wein ist aber doch kein Alkohol. Das habe ich überprüft. Offensichtlich ist er es doch. Sie wünschen. Bio-Wein, ist das gut? Die Umwelt ist den Leuten scheißegal, aber doppelt so viel Becher, da sind Sie dabei. Ah, Sie machen auch Weinproben, ja? Nennen Sie mich ruhig Hortense. Ich heiße Jacques. Die legen Sie bald klar. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Nennen Sie mich Hortense. Ich heiße Jacques. So eine Weinprobe läuft immer in drei Stufen ab. Zuerst mal der visuelle Aspekt. Anschließend riechen wir am Wein. Und erst danach kosten wir ihn. Ein bisschen wie bei einer Frau. Also nein, nicht wirklich, nein. Unter der Schunge. Alles in Ordnung, ich bin abgerutscht. Du machst mich betrunken, damit ich mit zu dir gehe. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, dich schon ewig zu kennen. Ich will unbedingt ein Kind und da überstürze ich auf einmal alles. Das stimmt, ja. Wirklich ein bisschen schnell. Ich kann mich nicht um mein Kind kümmern. Ich kann nicht mal eins ansehen. Hast du auch einen geliebten Menschen verloren? Berauschet euch mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend. Der Wein soll eine Seele haben? Kommt er hier in die Hölle oder in den Himmel? Wie ist sie? Sehr katholisch. Das Blut Christi. Der ist aber gut.